Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute werde ich dieses Zimmer hier, das derzeit leer ist, außer hier so ein Stuhl ist hier, den hatte meine Mutter damals. Boah, der ist, keine Ahnung, schon 20 Jahre alt oder so. Hat sie den schon und da lag sie dann oben mit mir im Bauch und so weiter und so fort. Und zwar dieses Zimmer hier wird renoviert werden. Hier kommt mein Büro rein. Es ist einfach zu klein in meinem Zimmer für meine ganzen PC-Sachen und YouTube und alles. Und dann kann ich euch das jetzt hier mal zeigen. Ich gehe mal hier bis ganz ans Ende. Hier vom Fenster. Hier kommt heute ein neuer Boden rein, weil wie ihr seht, derzeit noch hier so ein Crap-Boden drin. Das hier wird alles grau gestrichen. Dieser häselige Lampenschirm kommt dann natürlich auch weg. Und ich werde euch da so im Verlauf, wo das dann alles gemacht wird, so ein bisschen mitnehmen. Und ich hoffe, dass das dann ziemlich cool wird hier drin. Ich werde das natürlich dann gemeinsam mit euch auch hier einrichten und alles. Wird bestimmt mega, mega geil. Und ja, ich freue mich einfach schon hier. Ich habe geplant, hier dann so meinen Schreibtisch zu haben. Hier habe ich dann alles mögliche Platz an so geilen Ikea-Regalen oder hier an irgendwie so 1000 Millionen Softboxen. Da hinten vielleicht noch ein Greenscreen. Ich bin mir nämlich noch nicht ganz sicher, was ich hinten haben möchte als Video-Hintergrund. Aber ja, Leute, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann später wieder. Ciao. So, der Raum ist jetzt gestrichen. Ist noch nicht ganz fertig, da kommt noch eine Schicht drüber. So sieht derzeit der Boden aus und so weiter. Das wird natürlich alles noch super schön gemacht hier. Und ich muss die Kamera jetzt echt ein bisschen verkrüppelt halten. Wie gesagt, heute gehen wir noch ins Kino. Morgen um 8 Uhr wird hier weitergemacht. Und dann sehen wir uns später nochmal. Ciao. Wish. Hallihallo, Leute. Wie ihr schon hören könnt, beziehungsweise wie ihr auch hier sehen könnt, ist der Raum jetzt fertig. Wir haben jetzt hier einen neuen Boden drin. Wir haben jetzt hier schöne Wände. Und jetzt muss das Ganze hier noch, glaube ich, 2 Stunden trocknen. Und der Boden muss noch ein bisschen einziehen. Und dann kann ich hier einziehen. Das wird jetzt nicht mein Schlafzimmer oder so, sondern das wird einfach nur mein Büro. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nochmal, wenn ich hier schon so ein paar Sachen reingeräumt habe. Und dann werde ich wahrscheinlich danach auch noch eine Runde streamen. Bis dann. Hallo, ihr Höhlenmenschen. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir hier den Schreibtisch drin haben. Es halt noch mega, wie ihr hört. Es ist noch kein PC da, der kommt jetzt dann demnächst. Der Schreibtisch hier ist mir mittlerweile zu klein. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen mal zu Ikea oder zu Kika oder zu Möbelix schauen und werden mal gucken, ob wir hier eventuell einen größeren Schreibtisch irgendwo bekommen. Der muss Platz haben für 3 PCs und noch für mein fettes, großes Mauspad. Wie gesagt, ich habe jetzt ein Büro. Ich werde noch schauen, was ich da mit dem Platz in meinem Zimmer mache. Ich meine, Wohnwand muss ich sowieso jetzt auch noch aufbauen. Es ist alles stressig, Leute. Es ist alles stressig. Hier werde ich dann jetzt noch alle meine Sachen anschließen, aber das seht ihr dann später noch. Und ja, das mal zum Zwischenstand. It's all-
IKEA-Regal fertig. So sieht's aus. Ja, das ist mein erstes IKEA-Regal. Ich hatte noch nie so eins. Ich habe mir schon immer so eins gewünscht. Ja, das habe ich zusammengebaut und es liegt hier, weil es wird quasi nicht so ein Standregal, sondern da kommt dann hier noch so ein Fernseher hin und hier drüber kommt auch noch was. Das steht hier. Hier steht in der Zwischenzeit mein Sofa mit Crap oben. Und wie ihr seht, los! Geh an! So, ist das Ganze hier beleuchtet. Ich kann das in verschiedenen Farben machen, wie ich möchte. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, das war's vom heutigen Vlog. Wie wir das andere Zimmer weitergestalten, das seht ihr dann in den nächsten Vlogs oder in den nächsten Videos. Mal schauen. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir, wie euch das Ganze so gefällt. Macht's gut und ciao.